Kommen wir zum nächsten Battle. Achtet auf euer Crack, Freunde. Wir haben die Legende Native im Haus. Macht mal Lärm! Und der nächste MC ist sein Battle-Gegner. Macht mal Lärm für Musio! Feiert, wenn es was zu feiern gibt. Ansonsten dicht halten und habt Spaß. Passt auf die Handys auf, macht die Handys aus. Let's go. Bitte zeig dieses Mal nicht deinen Schwanz. Nein, ich kann es nicht verstehen. Ich habe schon ein Trauma, denn als er dort eben saß, konnte man seine Arschritze sehen. Ihr wisst es ja genau, eben war ja noch so eine andere Gruppe, gefühlt die größten Saufer im Land, doch die waren laut und auch krank, sodass man es kaum aushalten kann. Doch dann kam nach ein paar Stunden Native auch mal hier an und zack, die halbe Crowd ist gegangen. Aber natürlich musstest du eben in der Battle wieder stören. Das ist auch der Grund, deswegen rief Native laut Hannover, aber bald wollen die mich bei Dilti lieben, weshalb ich zu Jamie und Hannover. Okay, fangen wir mal an. Ein Future of Battle Rap Event mit Native. Wem haben wir diese Scheiße verdankt? Ich meine, Native ist hier. Das ist eigentlich krank. Jeder normale Mensch hätte den Flyer verbrannt, ist so ein Spinner Teil vom Programm. Es wäre eine Straftat, würde man für sowas Eintritt verlangen. Aber du bist ja der große Native. Vorgruppe von so vielen krassen Rappern. Warte, was? Sorry, aber das glaube ich dir irgendwie nicht. Was hast du denn vor denen gemacht? War die Bühne gewischt? Ich meine, bei deiner komischen Art und deinen schlechten Battles würde man heftige Lieder nicht erwarten. Du wirkst eher so, als würdest du mit schlechtem Englisch mexikanische Fake-Bitches nach ihren Lieblingsmuskeln fragen. Aber zumindest glaube ich dir, wenn du sagst, du hast MC schon oft zerfickt. Das ist bloß so lange her, dass es davon keine Überlieferungen gibt. Du bist ein alter Mann. Keiner glaubt dir, wenn du sagst, dass du aktuell und cool bist, du Made. Du denkst, Gaming ist ein schwuler Asiate. Er sagt selbst, er hat damals schon gegen Dinosaurier gebattelt. Tja, da hat die Pechsträhne begonnen. Seitdem ist er mit seinen Texten gegen Dinosaurier, Fische, Pflanzen und auch Menschen angekommen, aber hat seine Matches nie gewonnen. Ja, aber wenigstens können die Leute über dich lachen. Aber auch nur, weil du irgendeine sinnlose, grammatikalisch fehlerhafte Scheiße labern kannst. Du bist nicht sprachgewandt, du trägst ein Sprachgewand. Du sagst, du bist wie Lothar Matthäus, denn dein Englisch ist scheiße. Ja, dein Deutsch auch. Ich frage mich überhaupt, was für eine Sprache du sprichst. Jugoslawisch, Kroatisch, Arabisch oder irgend so ein Urvolk afrikanischen Shit. Du machst Deutschrap schon dein Leben lang, ähnlich du Keck. Ich weiß aus sicherer Quelle, der hat vor 2000 Jahren noch Hebräisch gerappt. Native, ich zerstöre dich hier gerade. Deine Word ist am Arsch. Du wirkst nicht wie ein harter Rapper, eher wie die alten Männer auf einem türkischen Bazar. Du weißt schon, diese Männer, denen mit Anfang 40 bereits alle Zähne im Maul fehlen, die den ganzen Tag Schach oder Mahjong spielen, aber die Regeln nicht verstehen. Du siehst so aus, als gehst du mit deinen zu engen Trikots um ein Stadion, weißt aber nicht mal, welchen Sport du da schaust. Du hast dir dort einfach gerne die Hotdogs gekauft. Ihr dachtet, das war schon heftig, aber jetzt wird es für Lami noch ein Stück härter. Du siehst aus wie ein afrikanischer Physiklehrer. Du bist untalentiert, nervig und alle zerfetzen dich krass, Bro. Aber sie ist positiv. Wenigstens bist du nicht fett mit einem Afro. Oh. Jetzt kommt Runde 1 vom Rap aus OBI. Hoffen wir, dass er Alzheimer bekommt und es bei einer Runde bleibt. Time. Also ihr merkt schon, das wird hart. Wie hart, weiß ich halt noch nicht. Erste Runde. Native! Ich sag's dir ganz normal, komm direkt ganz fluffig am Start, Bitch. Ich bin ein afrikanischer Physiker. Du weißt, was das heißt. Dass du ein Hurensohn und am Arsch bist. Junge, glaub mir, ich bin am Start und ich mag dich. Aber was du gerade gebracht hast, das war peinlich. Scheiß auf diesen Konter, der war halt nicht am Start. Merkt euch jetzt eins, es fing chillig an. Ich hatte so eine Cap, die hatte nicht jeder auf der Straße. Ich war stolz auf diese Cap. Rap oder stirb. Rap war Mittwoch aus einer besonderen Staffel. Es gab nicht sehr viele Exemplare. Die Auflage war limitiert. Und auf einmal war ich in Köln, Ehrenfeld, und ich glaube, du warst auch an dem Tag da. Da kam ein Windstoß und wie im Cartoon war meine Mütze weg und ich war verwirrt. Kein Spaß. Real Talk. Ich habe mich sofort umgedreht, die war weg. Dann dachte ich an jede Person, die ich bis dahin kannte, wo ich wusste, die bekam so eine scheiß Kappe. Und es dauerte ein verficktes fucking Jahr. Da kam ich zu Yasin an. Und
hab ihn gefragt, stellte ihm die Frage, ey, du hast doch noch die Cappy, dies, das, meinst du, geht das klar, kann ich die eventuell haben? Er rieb sich die Hände, war richtig am Grinsen, meinte, klar kannst du die gerne haben. Mit den Hintergedanken, irgendwann mal komme ich wieder und dann frage ich dich nach einem Gefallen, wie das halt so ist in der Mafia. Und jetzt wird es knallen, weil im Endeffekt, was blieb mir anderes übrig? Corona kam, diese große Plage. Auf einmal, Mr. White, ja Mann, ja, Yassin, er kam zu mir an und stellte mir diese Fragen. Was meinte er zu mir? Weißt du noch früher, was ich dir gegeben habe? Ich habe jetzt was, das möchte ich gerne haben. Und zwar meine eigene Battle Liga. Und weil du der Chef von allen Ligen bist, muss ich dich natürlich als erstes fragen. Fragen auf Fragen, ich weiß, es ist billig, da kenne ich mich aus. Aber glaub mir, es wird heute noch billiger für dich lächerlichen Klaus. Denn als... Ja, denn als er zu mir ankam und seine Liga wollte, war ich korrekt. Und das ist der Grund, warum ich hoffe, dass du jetzt schlau bist und diesen Engel checkst. Denn nur weil er an meinen Arsch gekrochen ist und seine eigene Liga haben wollte, bekommst du, obwohl du nicht mal einmal Leistung gebracht hast, ein Main Match bei Future of Battle. Und Future of Battle ist eine eingetragene Unterliga von ist doch nur... Crack. Also merkt dir eins, Musio, du bist gefickt. Musio, du untalentierter, Twitter-Wolverine-mäßiger, behaarter Hurensohn. Jetzt mal eine Sache, die ganz normal, vielleicht für den einen krass ist. Ich will, dass ihr das alle ernst nehmt. Wirklich ernst, also lacht nicht. Aber ey, ich bin ja schon lange dabei, wie er es gerade gesagt hat. Seit ungefähr 1680. Ich will mal wissen, habt ihr das gecheckt? 1600? 18. Und seit 1600 18. habe ich noch nie einen Battle-Rapper hier in Deutschland gesehen, der kleiner als Duff ist. Und allein das ist ein Fakt, der dich ganz krass trifft. Aber ist egal, dass du klein bist, das macht nichts. Du brauchst wegen deiner Größe auch nicht mit mir diesen Star zu streiten. Denn aufgrund deiner Größe und deiner Leistung in deinen Battles ist es klar, dass es für dich ganz leicht ist, unter dem Radar zu bleiben. Aber es ist auch keine Frage vom Battle und eine Frage von wer ist der Chef? Ich habe meine eigene Liga, was hast du? Crack. Nicht mal das. Du kamst zu mir an, eingeschleimte meine Liga als kleiner, möchte gern Verlierer, als du gegen meinen Sohn Freezy gebettelt hast, gewonnen hast, kamst raus und warst wie der Sieger. Ich drehte gerade ein bisschen mit meinem Shit, so wie ich das immer mache und dann kam er. Diese kleine, untalentierte Diva. Aus dem Nichts, stellt euch das mal vor, ihr seht ganz viele Köpfe und auf einmal seht ihr, da unten bewegt sich aber einer. Ja, lächerlich wäre nur noch dich mit Zöpfe. Jetzt merkt ihr eins. Demenz. Alzheimer. Ich bin alt, okay. Eine Sache ist traurig. Ey, Entschuldigung, wir sind doch gute Homies. Weißt du, wie mein Text weitergeht? Ich auch nicht. Junge. Ich beende den ersten Part ganz locker und easy. Aber vorher sage ich noch was. Dein größter Sieg war gegen Triple Beat. Real Talk in einem Freestyle-Battle. Erste Runde vom TTT. Dein größter Sieg gegen Triple Beat. Junge, was bist du denn für ein Lauch? Du hast gegen Triple Beat gewonnen. Eine Frau jetzt gerade auch. Aber gegen Triple Beat kam dieser kleine, mickrige Clown an und meinte, er sei ein Megalodon. Ein Megalodon! Ich habe auf Pause gedrückt, bekam so einen Lachkrampf und hatte fast einen Herzkasper. Weil ich alt bin, checkst du? Das ist mit meinem Herz jetzt schwer machbar. Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, Megalodon? Im Ernst? Kachbar? Junge, du siehst aus wie ein untalentierter, halb-iranischer Zwerghamster. Und ich sag's jetzt ganz locker, letzter Part, du meinst ja, als Chrom dich gefickt hat und meinte, Trump fickt den Iran mit Bomben. Kam er mit dem besten Konter, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Dieser Konter, keine Ahnung, Alter, das war ein Konter, der mich richtig gefickt und zerstört hat. Denn wisst ihr, was er gesagt hat? Wisst ihr, was lustig ist? Mein Vater ist zufällig echt Iraner. Ja, cool, dein Vater ist Iraner, aber nicht die Art von Iraner wie dein Opa, der den islamischen Staat mag. Weißt du, dein Opa, der war cool. Dein Opa ist ein Opa, den man mag. So wie der von Indostan, Mujahideen-mäßig. Und als dein Vater stand an dein Opas Grab, hat sich geschworen, ich werde alles tun für meinen Sohnemann, mich nicht in die Luft sprengen, weil ich lieb ihn so verdammt. Junge, dein Vater hat danach gelacht
und dachte sich, was für ein Spaß, scheiß auf meinen Sohnemann. Was ich liebe, sind amerikanische Dollars, den Westen, McDonalds und verfickt nochmal Coca-Cola, Mann. Das war Runde 1. Vom Rapper aus? Was für Megalodon, du bist ein Hurensohn, Teil. Erste Runde Native. Mach doch mal einfach beide MCs, Freunde. Einfach. Kommen wir zur zweiten Runde. Musio. Yo, ihr werdet jetzt sehen, was mit diesem Game mal passiert. Was er nicht weiß, ich werde schon seit 1580 und habe seitdem noch nie einen Rapper gesehen, der gegen Native verliert. Yeah! Ja, und du wirst von mir jetzt krass zerstört. Ja, du hast einen Herzkasper von der Leine bekommen. Ich wollte damit doch nur, dass du stirbst. Und alle merken jetzt, wie dich das Kind massakriert. Ja, okay, du hast eine krasse Cap und dieser Vogelnest ist auch limitiert. Okay, wisst ihr, in seinem Battle gegen Satan hat er so einen auf Priester gemacht und gegen Jarambo so eine Rede rausgehauen, von wegen, damals warst du noch die schüchterne Raupe und bist im Glanz des Lichts geboren. Goyne hat die Scheiße gehört und ist zum Antichrist geworden. Und ja, man merkt schnell, dass sich jedes meiner Worte trifft, aber Goyne ist schon lange nicht mehr gläubig, weil du trotz all seiner unzähligen Gebete immer noch nicht gestorben bist. Manchmal fragt man sich, ob ihr wirklich Freunde seid. Das glaube ich dir nicht. Du hast ihm doch damals schon aus Versehen ins Taufbecken gepisst. Manchmal fragt man sich auch, wer von euch hat eigentlich die Behinderung? Goyne ist bei der Beichte, Rosbach macht ganz Sound zu Nate und schreit Real Talk im Hintergrund. Ich zerlege dich hier gerade, trete dich ins Grab, begehe ein Attentat, komm zu deiner Kirchengemeinde, bin am Sonntag Gebet einmal am Start und bete zu Allah. Aus der Kirchengemeinde wird Lamin heute verbannt und wegen dir hat Goyne seine Bibel im Kaminfeuer verbrannt. Als er das Buch in die Flammen warf, sah man nochmal so, wie Jesus verreckt. Und als er das Gesicht von diesem lammhaarigen Bartträger im Feuer sah, wirkte es wie diese eine Harry Potter-Szene mit Sirius Black. Du sagst selbst, du warst schon immer oberes Mittelfeld? Du? Ja klar, hast aber sowohl im Kreis als auch auf der Bühne nie gewonnen, was so oberes Mittelfeld. Du kriechst unten am Boden und hoffst, dass du mal ein paar Krümel abbekommst. Du sagst, du wirst als Legende bezeichnet? Das finde ich komisch. Das ist wie englische Grammatik, weil es nur stimmt, wenn du in der dritten Person sprichst. Ja? Kompliziert? Du nimmst jede Catchphrase, jedes Gimmick, jede Stereotype und ziehst sie in den Dreck. Glaubst du wirklich, du erreichst so den Thron? Du siehst so aus wie Samuel Jackson, aber bist kein Blockbuster, sondern die total beschissene Til Schweiger-Version. Hiernach flüchtest du nach Nepal in ein Kloster. Ich bin auf dem Weg zum König und dein Leben lang der Hofner. Im Battle gegen Musio verspürst du einen Haufen Kummer. Du hast mal gesagt, man scheißt nicht, wo man frisst und man frisst nicht, wo man scheißt. Ach, deswegen bist du in Sachen Battle Rap wohl so ausgehungert. Was für Bonteggis Bilanz. Du würdest schon töten für eine zerschlagene Lein. Ach was, du bist so ein Außenseiter. Du würdest schon töten, um der fünfte Rad am Wagen zu sein. Ach was, laber ich, nein. Du würdest schon töten, um im Kreis der ewigen Mittiere neben VT und Karma zu reimen. Jetzt kommt Runde 2 vom Rapper aus OBI. Hoffen wir, dass er einen Herzinfarkt bekommt und es bei 2 Runden bleibt. Time. Ihr habt's gehört. Die Crowd ist super. Zweite Runde Native. Let's go. Ich hab für dich Liebe, Mann. Du laberst über Gott, Jesus, Goyne, meine Freundschaft. Laberst über die Bibel, Mann. Weißt du, was ich jetzt für dich mache? Von ganzem Herzen. Herr, vergib mir das, denn er weiß nicht, was er tut. Du brauchst nicht zu glauben, ist mir egal. Dieser Freestyle macht mir auch keine Wut, weil ich mir im Endeffekt denke, da kommt er mir mit irgendeinem verfickten Konter, irgendeinem beschissenen Engel, den dir keiner glaubt, aber die Leute lachen, weil auch keiner an Gott glaubt. Ist doch klar, sind ja auch meistens so wie du, einfach nur Spasten. Im Endeffekt, ja, Goyne wird nicht der Antichrist, ist ja wohl ganz klar. Goyne hat eine Figur, wo sich jeder denkt, ah, der glaubt an Gott, aber wie geht das mit seinem Körper denn klar? Ich kenne den ganzen Mist, aber glaub mir, was ich dir jetzt sage. Du bist gefickt, das alles ist noch der Konter. Warum? Ich bin ein fundamentalistischer Christ. Ich kann nicht einfach ficken mit Bars aus der Bibel. Ganz easy, locker, aus dem Handgelenk. Aber ich habe keine Lust, mich für sowas Behaartes anzustrengen. Runde 2. Stellt euch Musio vor. Zu Hause, der denkt sich so, boah, den Native hackeln. Native, der alte Wurm. Labert über seinen Schwanz. Ja, ja, wir kennen die Geschichte. Native, alt. Native, krass alt. Was für Legende? Ah, Native Versager.
Tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Ich bin zwar noch jung, aber nicht respektlos. Aber Native, du hast den gleichen Jahrgang wie mein Vater. Ich weiß. Aber dann könnte ich mir so Sachen vorstellen, wie der da sitzt, richtig professionell sitzt und schreibt und dann auch original so Sachen sagt. Nicht nur wie mein Vater. Native, ich verstehe nicht, dass irgendjemand jemals auf deine Battles klarkam. Du bist Standard und der letzte Beweis, dass es wirklich gab. Wem? Die fucking Neandertaler. Ja, eine billige Line. Und jetzt kommt ein kleiner Funfact. Ja, ich kann dir mit meinem Schwanz auf dem Gesicht eine richtig krasse Beule schlagen. Aber ich bin ein Neandertaler, weil Bitches wissen, dass ich eine krasse Keule habe. Ja, ist low, flach. Was man von mir erwartet. Was soll ich sagen? Ich bin der Chef von Ist doch nur. Also was wollt ihr da noch sagen? Für mich ist das ganz chillig. Ich hab mir gedacht, du schreibst was über mich so und so. Zum Schluss dachte ich mir, ach, das hat doch überhaupt gar kein Niveau. Weil merkt ihr eins, du kannst vielleicht sagen, dass ich alt bin. Aber ich bin ein Rapper, der dich im Battle killt. Junge, ich mache Zeitlupen-Action wie Max Payne. Kennst du wahrscheinlich nicht, aber zum Schluss explodiert alles wie bei einem Gastauftritt von Chuck Norris bei den Expendables. Junge, merkt ihr eins, ich kille bloß mit meiner Stimme schon. Und ich bin der Rapper aus... Und wenn ich will, kann ich mit meinem Pimmel einen Hubschrauber vom Himmel holen und brauch nicht wie Bruce Willis ein verficktes Auto von der Polizei. Weil ich bin einfach nice. Ich bin geil. Die Leute wissen, manchmal sind die Lines billig und leicht. Was für ein Vergleich. Jeder weiß es trotzdem zum Schluss. Ich bin der Rapper aus... OBI. Aus welcher Stadt kommt er? Kommt wenigstens einer für ihn. Chemnitz. Cool. Teach. Korrekter Mann. Glaub nicht. Aber dass das einer gesagt hat, ist für dich im Endeffekt traurig. Zum Schluss sage ich dir eine Sache und ich hoffe, dass du dir das merkst. Vielleicht bin ich alt, vielleicht habe ich nicht den Flow, den du gerne hören willst oder den du gerne hörst. Aber Junge, ich bin ein Rapper, steck immer noch voller Tatendrang. Rapper wie dich kann man nur erschlagen, Mann. Ich bin schon so lange dabei, doch bekomme immer noch beim Battle so einen verfickt harten Schwanz, den ich dir ohne Vaseline richtig hart, brutal in den Arsch heute ramm. Aber weißt du, was cool ist? Ich komme immer wieder zurück. Somit bin ich genauso wie der Undertaker bei WrestleMania. Einmal pro Jahr bekomme ich ein fucking Main-Match gegen einen krassen Gegner. Und das sagt ja schon alles, Mann. Aber merkt ihr eins, ich bin wie der Undertaker. Weil man mich fickt im Battle, aber ich nicht sterben kann, selbst wenn man mich verfickt nochmal lebendig begraben hat. So sieht das aus. Es war Runde 2. Vom Rapper aus? Oh, was für Megalodon, du bist ein Hurensohn. Nein. Das war die zweite Runde von Native. Kommen wir zur finalen und dritten Runde von Musio. Ja, keiner hat Chemnitz gesagt, weil der Track hier gar nicht stimmt. Du kommst aus OBI, ich komme direkt aus dem Olymp. Und ich bin hier krass am Spitten. Und eine Sache, die können jetzt alle wissen. Du hast keinen großen Schwanz. Und als Neandertaler hast du ihn über Feuer gehalten und dann abgebissen. Ja, ich weiß, eigentlich findest du die Scheiße ziemlich gut. Und das mit dem Beten. Ja, er rappt, aber Herr, vergib ihm, er weiß nicht, was er tut. Okay, dann fangen wir mal an. Du bist wie Tonpa aus Hunter Hunter, weil du bei dem Turnier zwar jedes Jahr dabei bist und deine Erfahrung beitrittst, aber trotzdem erreichst du jedes Mal leider nichts und dann wirst du selbst von Kindern hardcore gefickt. Aber für dich ist es ja nicht schlimm, dass du verlierst, sagst du ja selbst, denn du bist wenigstens oft dabei und das ist doch schon wie gewonnen. Meine Oma spielt auch seit 30 Jahren Lotto und hat trotzdem nichts gekonnt. Ja, du bist schon lange auf diesem Battle-Rap-Weg, aber bist immer noch auf der Suche nach dem echten Reich der Helligkeit, die sich am Ende zeigt. So viele sind an dir vorbeigelaufen und du selbst hast deinen Dreck erreicht. Es wird jetzt mal Zeit, dass du es begreifst, dass deine Sicht durch das Crack verbleicht oder wann fällt dir auf, dass du, egal wie schnell du rennst, immer an derselben Stelle bleibst. In jedem Battle, wie auch jetzt, sagst du, oh ja, ich bin schon lange dabei, auch wenn ich nicht so heftig bin. Das finde ich echt ziemlich dumm. Deine Battles klingen mittlerweile alle nur nach einer Rechtfertigung. Du redest über deine krasse Vergangenheit, aber jetzt kriegst du gar nichts zustande. Du sagst zu Raipo, er soll über seinen Schatten springen, aber man weiß, dass das bei dir nicht der Fall ist, weil dein Schatten das Einzige ist, was dir noch ein bisschen Anerkennung und Halt gibt. Ja, ich bin jung und habe die Entstehung von Battle Rap nicht miterlebt. Du warst in der letzten Generation der Außenseiter, ich werde in der nächsten in der Mitte stehen. Ich gehe meinen Weg. Du hattest nie einen. Also glaub nicht, du hältst mich auf, Mann. Du bist nicht der Torwächter wie Mars B., sondern der alte Mann, der nicht weiß, worum es geht, aber der Jugend zeigen will, dass er es auch kann. Oh. Oh. Halt
Ich hab den groß gemacht. Den hab ich groß gemacht. Native hat mich groß gemacht. Du tust, als wärst du unser Vater, unser Meister und gehörst du zu den weisen Alten. Doch du hast niemanden groß gemacht, du hast dich selbst nur mal klein gehalten. Und weil du jetzt doch noch gehört werden willst, dann rufst du halt einen anderen Matches hinein. Aber dafür bezahlst du heute teuer. Du rufst so, als wärst du die göttliche Flamme für alle und bist du nur das nervig grelle Leuchtfeuer. Aber selbst wenn du unser Vater bist, die Kinder bestimmen selbst die Wege. Nur Goyne und Rostach bleiben bei dir, weil die behinden die Kinder, die nicht selbst für sich sorgen oder das erreichen können, für immer bei den Eltern leben. Du battest gegen Rob Stewart, einen großen Namen in der Szene. Und gegen Musio, einen Minderjährigen, der rasiert. Ey, wie kann man nur so traurig sein? Du suchst dir talentierte Rapper, weil du selbst keiner bist. Das ist nicht nur der Augenschein. Du klammerst dich an jeden Hype oder sogar möglichen Hype. Und alle schlagen dir die Schnauze ein, aber das ist okay für dich, weil du hinterher sagen kannst, hallo, ich bin Native, ich war auch dabei. Aber ich verstehe dich. Ich meine, du bist nicht mehr der Jüngste und hast sicherlich schon oft an den Tag gedacht. Im Schaukelstuhl, neben der Schwester im Heim. Bist heftig am Weinen, aus der Angst, irgendwann von allen vergessen zu sein. Du warst am Texten und Reimen, doch zu schlecht sind die Zeilen. Deswegen rufst du jetzt bei anderen in die Matches hinein. Doch für mich klingt dir das Real Talk, das grässliche Schreien. Nur nach einem, bitte lass mich nicht am Ende allein. Jetzt kommt Runde 3 vom Rapper aus OBI. Und ich habe insgeheim gehofft, es kommt so weit. Weil es jetzt ganz genau nochmal unseren Klassenunterschied auf zeigt. Time. Yeah! Yeah! Yo! Nice. Jung! Stabil. Ihr habt's gehört, dritte Runde, Native. Ihm sage ich das jetzt am besten. Was ich jetzt mache, sieht man nicht so oft. Wird es echt krass? Weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall cringe. Etwas in die Richtung, ihr kennt mich, ein Mensch, der halt ab und zu mal auf Crack darf. Runde 3 ist für mich persönlich die krasseste, die ich jemals gebracht habe. Weißt du warum? Die ist komplett spontan, weil ich leider nicht geschafft habe, einen verfickten Text zu schreiben und du wirst auch wissen warum. Aber der erste Teil von diesem überlangen letzten Part, den ich jetzt hier wirklich spontan im Freestyle einfach bringe an diesem Tag, ja, wird das sein, was man nicht mitzählen muss zum Battle. Lieber sage ich vorher eine Sache. Du kamst zur BRB aus Chemnitz, wie so ein kleiner, verfickter Affe. Battletest gegen meinen Sohn Freezy. Freezy ist schwarz, du bist jung. Du kennst dich noch nicht in der Battle-Szene komplett aus, ist mir schon klar. Freezy war im Gegensatz zu dir schon weiter im Kopf und auch was Biografie angeht, von den ganzen Battle-Rapper, die es hier gibt im Land. Ja, jetzt lachst du noch, aber pass mal auf jetzt, gleich bist du gespannt. Weil du, Spasti, gehst zu den Schwarzen hin, ja, obwohl du nicht mal weißt, warum er diese Sache zu mir gesagt hat. Sagst du Freezy, einen Schwarzen, weil er zu mir meinte im Freestyle-Battle, 88, Nazi, Freezy würde das nicht checken, Freezy wäre rassistisch. Der Freezy, Jungs, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber, ne, Freezy wäre rassistisch. Freezy würde die Lage einfach nicht checken. Du kommst aus Chemnitz, in diesen krassen Ecken gibt es Leute, die wählen die AfD, Nazis und bist ein auf diese scheiß Schiene am Decken. Aber weißt du, was dann das Lustigste war? Und das fand ich richtig krass, weil wo ich live dabei war, war es das Gleiche, was ich mir gedacht habe, als ich das Battle noch einmal sah. Denn Fakt ist, ja, du kommst aus einer Stadt, ihr macht ein Battle, seid beide U16, ja, ihr seid noch jung. Aber weißt du, was der Unterschied, wo es da was ausmacht? Du sagst zu Freezy, er sei rassistisch, bringst diesen ganzen Kack, um danach zu sagen, dass er in diesem Land, ja, gibt es Battle-Legenden. Und dann fängt er an, wie Nidal Nip, Mighty Mo, Bong Teddy, Cynic, Mikesh und Maeve. Maeve! Ihr lacht jetzt, aber ich garantiere euch, gleich lacht ihr nicht mehr. Ja? Diese kleine Missgeburt, Weißer aus Nazi-Chemnitz-Dings kommt und bringt so eine Scheiße. Bringt wirklich Maeve als Legende in diese Scheißreim rein. Und weißt du, was das Beste ist? Er sagt das, er kommt da am Start, sagt nochmal Bong Teddy, dies, das, Mikesh. Oder Maeve, nur um danach als Weißer einen Schwarzen ins Gesicht zu sagen, so wie du rappst, wird das nie was bringen. Du wirst niemals eine Battle-Legende, denn du bleibst für immer eine Slave. Ja? Ein Weißer, der wieder mal zu einem Schwarzen einfach so aus Spaß sagt, dass er für immer ein Sklave ist. Ja? Cool. Cooler Part. Ich verstehe bis heute nicht, warum die Leute das nicht gecheckt haben, weil in echt hast du dich selber in den Arsch gefickt. Junge, sowas kannst du bringen, aber nicht gegen einen Schwarzen. Nicht, wenn du die Vorgeschichte nicht kennst. 88, ich hab gesagt, gegen Warps, Q und Konter, ja, dies, das, war vielleicht ein bisschen assi, aber ich meine 88, ja, weil ich bin ein Nazi. Warps, Q lacht nicht immer, der hat aber direkt gelacht. Also war die Line schon in Ordnung, du Spast. So, und das könnt ihr für das Battle mitzählen. Was jetzt kommt, zählt das nicht mit, ist mir auch scheißegal, bleibt die einzigste Chance, die ich hier habe und deswegen bringe ich die Freestyle und fick nicht damit anal, sondern mach nur Real Talk. Gib mir eine Sekunde für einen Schluck Wasser, weil ich bin vertrocknet.
Woo! Yeah! Vor ein paar Monaten, du weißt genau Bescheid, musste ich das Battle absagen. Weil ich war durch Zufall durch einen Familienfreund auf der Insel in Deutschland, oben in Norderney. Ich habe das Battle abgesagt. Ich bin ein realer Mann. Wir hatten das Battle ein paar Monate später. 2,5 Wochen vorher rief Mr. White uns beide in die Gruppe bei WhatsApp. Wir waren beide am Start. Er hat gefragt, Termin steht, Location auch. Ich muss noch ein, zwei Sachen klären. Aber seid ihr bereit? Seid ihr Jungs am Start? Alle gut drauf? Ich hätte Nein sagen müssen. Sagte ich aber nicht, weil ich das schon einmal abgesagt habe und wollte einfach real sein und dachte mir, ach, 2 Wochen, ein paar Tage reicht schon. Ich lerne es auswendig, ich schaffe das schon. Das wird für dich irgendwo reichen, du Bitch. Ist nicht korrekt, das weiß ich. Weiß ich selber. Ich hatte genug Zeit, hätte wirklich einen Part machen können. Aber es kamen ein paar Sachen, die mich gefickt haben, rissen mich aus meinem Leben. Zum Schluss kam Mr. White ein paar Tage später in die Gruppe und meinte, wie sieht das aus? Jetzt ist alles geklärt, alles gecheckt. Ich habe mich nicht gemeldet, weil ein Familienmitglied gestorben ist. Es ist kein Spaß. Ich weiß noch, als ob es gestern war und ich werde mich morgen daran erinnern, als ob es morgen ist. Keine Ahnung. Ja, ist schon ein bisschen komisch, crazy, dies, das. Aber für mich gab es zum ersten Mal eine Sache, wo ich mir gedacht habe, auf Battle komplett drauf geschissen. Der Tod hat mich komplett rausgerissen. Ja? Für manche ist es Native, was bringt der da? Cringe, was labert der für Faxen? Ja, ein Familienmitglied. Es ging tatsächlich um meine verfickte Katze. Ja? Ich kannte den seit verfickten 11 Jahren, jeden Tag. Und ihr könnt mir glauben, auch wenn jetzt hier ein paar Leute sind und die denken, voll der Spasten, was für Katzen, der soll mal ein Battle richtig hier machen. Aber ey, ich sag euch was. Egal, was manche Menschen denken, diese Katzen sind teilweise besser gewesen als echte Menschen. Und das Krasse ist, und das ist kein Spaß, deswegen muss ich diese Line jetzt auch erwähnen, ohne den kleinen Jeezy und seine 2 Geschwister, würdet ihr alle mich heute gar nicht mehr erleben. Denn es gab diese Zeit, da ging es mir dreckig, da wollte ich springen. Ich hatte keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ich dachte mir, ach, scheiß auf alles, wack, weil es war einfach alles vorbei. Doch zum Schluss, wer hat mich gerettet? Meine Katzen, immer am Start. 1, 2, 3. Zum Schluss habe ich es in der Gruppe gesagt. Ich habe gesagt, ich habe noch 8 Tage. Ich mache das Beste, was ich kann. Mr. White rief mich an, hat gesagt, ja, ich kann das verstehen mit Katzen und so, ist hart, dies, das. Aber ey, komm, du hast Main Match und so, wäre schon cool, wenn du das schaffst. Und ich habe zu denen gesagt, weißt du was, ich mache das, geht klar. Er war der erste Mensch, nachdem Klein Jeezy gestorben ist, der mir Kraft gab, indem er ganz normal einfach nur ein verfickter Mensch war. Ja, das hat gereicht. Ich habe zu denen gesagt, 2 Tage, ich habe ein paar Sachen, die ich vorbereitet hatte, ich mache das, ich kriege das hin. 5 Tage auswendig lernen. Ich schaff das schon. Du hast mir gute Filme gemacht. Kommen wir zum verfickten Ende. 3 kleine Geschichten, weil ich diese Katze vom verfickten Herzen wirklich geliebt habe. 3 Geschichten, weil ich denke, dass er mir Gutes getan hat und es auch hier wirklich verdient hat. Ihr hört was Neues, was es vorher noch nicht gab. Ob es lächerlich ist für euch, ist es mir eigentlich egal. Denn Klein Jeezy war cool. Silvester. Wir chillen auf der Fensterbank. Klein Jeezy und ich gucken uns die Knaller von Silvester und die Effekte an. Der dicke Jeezy und die hübsche Rocky sind auf einmal weg, verdammt. Ich habe eine kleine 45 Quadratmeter große Wohnung, die waren einfach weg. Ich dachte mir, was geht da ab? So oder so rum. Ich habe nur ein paar Sachen. Wo ist der Fettsack? Es gab so eine Lücke zwischen meinem Schrank. Da dachte ich, niemals, dass der da passt. War am Chillen. Auf einmal kommt der Fettsack da raus. Kein Spaß. So ein dünnes Ding, so ein fetter Kater. Der Kopf kommt durch diese Lücke und auf einmal wird er sofort wieder dick. Aber das Lustigste war, es sah aus, als hätte der verfickte Wichser eine Perücke an, weil der hatte so einen Haufen Staub auf seinem Haupt. Und das war lustig. Ich lachte, Klein Jeezy hat gemauzt, der dicke Jeezy auch, aber wir beide wussten, wer der Chef ist im Haus. Erste Geschichte von Klein Jeezy, weil der war wirklich mutig, korrekt, keine Angst vor Silvester. Die 2. Geschichte ist geil. Schneller geht kürzer, weil meine Mutter rief mich an. Aus OBI. Ich war in Düsseldorf. Dachte mir, okay, was will Mama schon wieder von mir? Ja, Mama war sofort am Schreien. Komm vorbei, hol den scheiß kleinen Wichser ab. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Und ich so, was hat der denn gemacht? Ja, und das glaubt ihr mir niemals. Meine Mutter labert da am Telefon. Der liegt auf den Ofen, seitlich. Ich hab eine Pizza drinne, will an den Ofen. Immer wenn ich es versuche, ist der von oben am Hacken. Was soll ich machen? Hol deinen scheiß Katzenklapp, ich hasse sie. Bla, bla, meine Mutter drohen, ich nur am Lachen. Ende vom Lied. Sie legt brutal auf, ich zu Hause pralle, richtig drauf, chill, hab ein Grinsen im Gesicht, bin nächsten Tag bei meiner Mutter und mein so, und Mama, was ging gestern noch ab?
Meine Mutter, wenn du jetzt zum Ofen gehst und dann lachst, kannst du dich direkt wieder verpissen. Bla 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 bla. Ab und zu Sachen, die die so sagt. Ich geh zum Ofen, mach ihn auf, guck rein in den verfickten Ofen. Klein Jeezy original neben mir am Sitzen, guck da auch. Und was sah ich? Ein verficktes schwarzes Stück Kohle. So groß. Es war einfach schwarz. Es war schwärzer als das. Schwärzer als Davy Jones. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Klein Jeezy ist so eine kleine Wichssäcke gewesen. Der ging mir wirklich nah. Und jetzt sage ich das Letzte, der allerletzte Part, der ist wirklich hart. Vielleicht bin ich danach wirklich der wackeste Battle-Rapper, den es in Deutschland je gab. Aber wenn nicht, ist es mir auch scheißegal. Du weißt doch, ich lese eh keine Kommentare. Dritte Story. Seitdem er tot ist, kein Spaß, war ich dreimal bei meiner Mama. Beim ersten Mal, als ich das Haus betrat, wurde es brutal und hart. Weil ich hatte sofort dieses Gefühl, ey, der Kleine ist wirklich nicht mehr da. Früher hat meine Mutter immer die Tür aufgemacht, es war immer das Gleiche. Die Tür geht auf, meine Mutter sagt, pass auf, der kleine Jeezy kommt raus. Dann kommt der durch die Ecke, einmal um mich herum und er maut. Cool, das war einfach ein Standard. Ich komme nach oben, meine Mutter macht die Tür auf, sagt nichts. Für mich, ich war gefickt. Direkt in meinen Kopf, Schnitt. Beim zweiten Mal war es noch krasser. Ich war im Aufzug drin und dachte mir, bah, Alter, wenn ich jetzt gleich nach oben gehe, der ist einfach wirklich verfickt nochmal nicht mehr da, Mann. Kein Spaß, Mann. Ich war den Tränen wirklich nah. Meine kleine Nichte hat mich aufgeheitert, indem die mir Überraschungen gemacht hat. Ja, mit einer Schere gebastelt, kleine Katzen, kleine Herzen. Ich war da im Herzen richtig voller Schmerzen, aber ich sag euch was, ja, die hat mir geholfen so. Das sind halt noch echte Menschen. Das Letzte ist das Brutalste, denn weil ich das dritte Mal da war, kam ich nach oben. Tränen über mein Gesicht, mir ist wirklich klar, der kommt nie wieder, ja, und ich habe den wirklich von Herzen geliebt und mir ist scheißegal, was hier abgeht. Ich komme nach oben, stehe vor der Tür, weiß, der kommt nicht raus. Doch zum ersten Mal passiert was, wo ich mir dachte, Leute, das passiert nicht jeden Tag, das ist wirklich nice und wenn ich das einfach ehrlich sage, was passiert ist, würde man schon sagen, ja, Native, ja, ein bisschen übertreibt, aber ist schon okay. Meine Mutter macht die verfickte Tür auf. Und kein Spaß. Sie sagt zu mir, pass auf, der dicke Jeezy kommt raus. Ihr müsst euch vorstellen, der Älteste vom ersten Wurf, ja, der Älteste und Größte, ja, ist einfach da am Start, kommt einmal um mich herum, mautzt und wisst ihr was? Ich wusste ganz genau, der gab mir das, was ich brauche, weil im Endeffekt hat mir das am meisten geholfen und ich stand wieder auf und dachte mir, ach was, dritte Runde, man kann es übertrieben machen, man kriegt vielleicht Applaus, du hältst die Hand hoch, doch ein Gimmick habe ich noch dabei, damit die Leute sich noch freuen und sagen, Native, der ist crazy als crazy. Guck mal, Musio, geh mal ein Stück zurück bitte. Das hier ist ein herkömmlicher Bodybag. Für dich? Ich bin der erste Battle-Rapper, der ein Bodybag hat. Zum Schluss bleibt mir nur noch eine Sache zu sagen. Seit Dilteli wissen die Leute, am Ende vom Battle bin ich meistens am Schlafen. Ich setze mich gerade hin, ich bin multitaskingfähig, ihr hört es, ich bin beim Rappen, war noch nie hier drinne, bin den Reißverschluss am Kippen. Ich mach den Scheiß zu, ihr denkt, was ist mit Native los, kommt denn noch klar? Aber jetzt merkt euch eine Sache, was richtig geil und straight ist. Stellt euch mal vor, ich schlafe ein wie Animus und wache in der Battle Rap Bundesliga gegen Bong Taggy auf im Main Match. Yeah. Das war Runde 3 vom Rapper aus. OBI. Diesmal bist du kein Hurensohn, aber auch kein Megalodon. Time. Sehr schönes Battle, Freunde. Denkt dran, es gibt online Judges auf jeden Fall. Ihr könnt auch nochmal sagen, wie es euch gefallen hat. Native gegen Musio. Macht nochmal live für euch selber. The Future of Battle Rap, Freunde. Wir sind raus. Good music comes from people who are relaxed. Just hit a button, Morty, give me a beat. Yo, was geht ab? Es ist Goini. Leute, ich judge das Battle. Future of Battle Rap. Native gegen Musio. Auf jeden Fall, ja, sehr krass langes Battle. Ich muss eigentlich nicht viel dazu sagen, so Bro, Native, du weißt, Liebe geht raus. Hat halt drei Runden gefreestylt und es hat sich sehr lang gezogen.
In der dritten Runde hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen, aber auf jeden Fall, Musio hat gute Lines gehabt. Natürlich die Goyner-Lines, ne, die überhöre ich da mal ein bisschen. So die Christen-Lines, die waren jetzt auch nicht so, also jetzt scheiß drauf, ne, auf das Christen-Punchline zwar, ich fand die nicht so gut, aber du hast ein paar gute Sachen gehabt. So dieses, die dritte Runde, der Retalk-Part war nice. Und auch allgemein ein bisschen souveräner, ein bisschen knackiger, kürzer, knackiger. Native-Runden zu lange auf jeden Fall. Pro, ich habe dir schon dreimal gesagt, immer knackige Runden. Aber es war auch eine Ausnahmesituation. Du hattest was auf dem Herzen, Bruder. Aber nichtsdestotrotz gebe ich das Ganze an Musio. Und Grüße an beide. Props an Mr. White und sein Team. An Yama, sorry. Und ja, Kuss geht raus. Ich gebe das Battle 3-0 an Musio. Ja. Ich habe gerade Native gegen Musio geschaut und bin immer noch dabei, mich von dieser Achterbahnfahrt der Gefühle zu erholen. Es war ein sehr intensives Battle. Ich hatte über den Zeitraum des Battles sehr viele, sehr starke, sehr unterschiedliche Emotionen. Es war aber auf jeden Fall schön. Ich fand es echt cool. Musio war lustig unterwegs, hatte viele gute Lines, hat mir auch da diese, die so wie ein Native hat dastehen lassen, so erst so auf lustig und dann später noch so auf böse, hat mir sehr gut gefallen, war auch gut geschrieben so, und ja, gute Punches dabei auf jeden Fall. Und ja, Native finde ich persönlich immer unterhaltsam, auf eine oder andere Art und Weise. Und fand ich auch so diesmal, also ne, die erste Runde fand ich witzig, so in der die zweite war ein bisschen zäh, die dritte war sehr lang, aber hat mir eigentlich am besten gefallen, weil man hat wirklich gemerkt, dass Native da von Herzen spricht so und ne, es war zwischendurch ein bisschen zäh trotzdem, aber ich hing ihm trotzdem an den Lippen so. Das mit der Katze habe ich sehr gefühlt, so als selbst Katzenbesitzer. Kann ich das voll nachvollziehen so und ja, das hat mich tatsächlich echt abgeholt, so ist halt schwer zu werten für ein Battle so, aber ich fand's, die Runde an sich fand ich cool so, ne, wie Native schon meinte, mal was anderes so, aber ja, aus Battle-Sicht muss man das aber an Musio geben, auf jeden Fall gute Leistung, deswegen ja, würde ich es 3-2 an Musio judgen, ja, weil wie gesagt, Native mich auch abgeholt hat auf jeden Fall. Und ja, das war's. Moin, Hiding John hier. Und ich gebe das Battle 3-0 an Musio. Native hat hier wieder eine richtig geile Show abgezogen. Mit Bodybag am Start, Geschichten über die Cap, ein Nachruf an seine Katzen. War wieder alles dabei, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nur den Gegner getroffen hat das am Ende alles nicht so richtig. Und deswegen hier für mich einen 2-0 auf jeden Fall. Musio auf der anderen Seite sehr, sehr spannend. Sehr nicer Newcomer. Viele witzige Lines am Start. Ich habe das Gefühl, an manchen Stellen fehlt hier noch so ein bisschen das Gefühl dafür, wann werden die Leute jetzt wie krass reacten. Ich hatte das Gefühl, an einigen Stellen lässt du dich davon ein bisschen rausbringen, dass du denkst, okay, hier wäre jetzt vielleicht was gekommen. Dann kommt da am Ende doch nicht so viel. Aber ich denke, dass das Gefühl dafür wird mit der Zeit kommen. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, an ein paar Stellen noch mehr Pausen zu lassen. Ich habe das Gefühl, du hast einige Reactions liegen lassen, weil du schnell weitergemacht hast. Und das ist mir besonders bei deinen Kontern aufgefallen. Also ich habe selten ein Match gesehen, wo jemand auf so hohem Niveau mehrfach gekontert hat. Und ich glaube, viel davon, dass du dafür gar nicht so richtig Reaction bekommen hast, liegt halt daran, dass du immer so schnell weitergemacht hast, dass man selbst auf Video nochmal gucken musste, okay, warte mal, worum ging es jetzt, was war da? Ich glaube, wenn du dir da noch so ein bisschen Zeit lässt am Abschluss, dann zieht das Ganze auch noch deutlich, deutlich mehr. Da bin ich auf jeden Fall gespannt zu sehen, was da noch so kommt. Mach gern weiter so mit den Kontern, mach weiter so mit deinen Punchlines. Ich freue mich auf deine nächsten Battles. Auf Natives Battles sowieso auch immer, aber in diesem Match 3-0 für Musio.